Wir müssen ja auch in der Farbe sein. Das heißt, die untere Etage denken wir uns einfach vielleicht mal nur. Ich weiß, ein bisschen was kann man hier schon mal abtragen. Also wir werden auf jeden Fall einiges abtragen müssen in die Richtung hier. Wie zum Beispiel diesen Baum. Ist immer schwer, gleichzeitig sowas sich zu überlegen und zu planen, während man noch so quatschen muss. Ist immer gar nicht so einfach. Ich will natürlich auch nur hier still rumsitzen und gar nichts sagen. Ich möchte auch möglichst ein bisschen was liefern können. So, dann hier drüben noch. Hier war doch noch irgendwo. Oh, hier war wohl kein Holz mehr. Sehr gut. Das heißt, das hier ist der Wassergraben, theoretisch. Ein bisschen müssen wir den Berg auf jeden Fall erweitern. Dann setze ich jetzt einfach aktuell nur Erde dahin. Und den Berg natürlich aussehen lassen können wir im Nachhinein. Obwohl, es muss gar nicht so natürlich sein. Es darf schon so eine Kante nach unten sein. Muss nicht perfekt sein. Aber alles, was ich jetzt hier wegbuddel, ist dann praktisch der Wassergraben. Genau, einen Ticken breiter an der Stelle. Nicht nur zwei Blöcke, sondern am besten halt hier, dass der Wassergraben erst hier durchgeht. Schaut so natürlich ein bisschen doof aus. Genau, eine Behausung baue ich halt dann erst wirklich, wenn es notwendig ist. Wir brauchen ja direkt am Anfang keine Behausung. Können auch so in die Welt hineinstarten. Ich habe gerade einen Gedanke, das muss ja nicht immer nur ein Tief sein. Was würde besser ausschauen, wenn es immer nur ein Tief ist? Könnte theoretisch auch mal zwei Blöcke tief sein. Dann haben wir nicht so das Problem, dass wir so ewig nach hinten buddeln müssen. Aber das kriegt man schon irgendwie gelöst. Ah, da kommt ein Zombie aus der Höhle. Brennt lichterloh. Ist so viel Zeug runtergefallen. Ich will das alles noch aufsammeln. Nichts darf verloren gehen. So, und hier müssen wir nochmal genau nochmal hochbauen. Damit hier der Wassergraben reinkommt. So weit, so gut. So. Dann gehen wir einfach für den Anfang erstmal bis dahin. Das hier haben wir auf jeden Fall noch weg, die Reihe. Das andere gleich ein kleines bisschen noch an. Ich will nur schon auch so früh wie möglich anfangen, hier das Weizen anzubauen, damit wir ein bisschen eine Verpflegung uns sicherstellen können. Dass nicht unbedingt die NPCs plündern müssen. Das wäre zumindest das Ziel. So, und hier können wir noch ein kleines bisschen... So. Mach ich so. So. Der Wassergraben so um die Ecke. Nichts darf liegen bleiben. Das ist auch mal so ein Tick von mir. Ich kann in Minecraft immer nichts liegen lassen irgendwie. Muss alles mitnehmen. So, dann jetzt muss ich unseren
Ah, okay, Mist, ich hab so eine. So. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal genug Eisen für einen Eimer. Aber glaubt, dass das Eisen nicht ausreicht, wir haben mehr als genug Eisen. Ich will gerade zwei Eimer zu machen. Weil ich jetzt nicht so ewig herumrennen will. So, das geht einmal kurz da rein. Und ich weiß mich nicht, ob wir hier oben irgendwo Wasser haben. Wenn wir erstmal nach unten laufen müssen für das Wasser, dann möchte ich nicht so ewig rumlaufen. Ich glaube, wir müssen nach unten laufen. Ich kann mich zumindest nicht erinnern, hier oben irgendwo Wasser gesehen zu haben. Ja, dann. Auf nach unten. Die Musik passt auch gerade zu unserem Biom wunderbar. Schön Guild Wars Factions Musik. Die wahrscheinlich etwas älteren unter uns werden es kennen. Ah, da ist Wasser, okay. Ja, mit der fließenden Wassertextur, da muss ich mal gucken, mache ich es inzwischen in Aufnahmen mal. Also nach dem Stream. Ah, Wasser gefunden. Schönes Tümpelwasser. So, den können wir gleich ein bisschen nutzen, um den Berg schneller hochzukommen. Dass wir nicht so viel springen. Okay, das mit dem schnell ist relativ. Ja, das hat es gerade wunderbar gesehen. Irgendwas stimmt mit der Wassertextur oder nicht? Ich glaube, das liegt daran, dass die Shader-Version, die ich hier installiert habe, von der 1.19 noch ist. Aber wir in der 1.20 spielen. Ich habe die neue Version runtergeladen, aber die müsste ich halt noch komplett einstellen. Die ist aktuell noch viel zu grell, viel zu hell. Das muss ich jetzt anpassen. So, wo sah, da sind wir, okay. Also, brauchen wir ziemlich genau über dem Wasserfall, glaube ich. Ist gut zu wissen. Findet man zumindest mal sehr gut und schnell wieder zurück. Also, jetzt haben wir unendlich Wasser hier oben. Sieht aber nicht so komisch aus, die Textur. Schaut's normal aus. Vielleicht ist es aber auch nur, wenn es irgendwo runterfließt, das Wasser. Ah. Da müssen wir irgendwie auffüllen. Oh nein, ich habe den ganzen Berg. Oh. Ich habe die ganzen Blumen hier kaputt gemacht. Och nö. Ich sammle die mal schnell auf, als schwimmen die alle da unten rum und es ist der halbe Berg kaputt. Das ist übrigens nicht mein Ziel. Und warum wird es denn genau jetzt Nacht? Och nö. Och nö. Okay, jetzt müssen wir sprinten. Ich hoffe, es ist nicht zu viel unten reingeflossen. Aber das. Ne, das würden wir eh nie wiederbekommen. Alles geflutet hier. Hoffen wir mal, dass wir jetzt nicht krepieren. Genau, das ist der kleine Wasserfall, der schon da war. Ich tauche mal ganz schnell wieder durch, wenn das funktioniert so halbwegs. Ein bisschen schneller nach oben kommen. Dass das Geräusch auch so unendlich laut ist irgendwie. Eine einzige Fackel da oben gesetzt, aber wir werden auch direkt Monster spawnen können. So, wenn hier Monster spawnen, bitte kein Creeper. Okay, da ist ein Zombie, der hat uns entdeckt, das ist schlecht. Ja, die müssen wir jetzt kaputt hauen. So,
sonst sehe ich hier nichts. Und schnell schlafen. So, Nacht. Scheinbar überlebt. Perfekt. Jetzt fixen wir noch ganz kurz hier das Wasser. Warum kann ich hier keinen... Da fließt irgendwie noch Wasser. Moment. So, jetzt. Nein, nur wegen den Ecken. Ich muss in jede Ecke wahrscheinlich was reinsetzen. Zur Sicherheit machen wir das mal ganz kurz. So, ich höre nichts plätschern, das heißt, es sollte passen. Es sollte funktionieren. So, und dann beginnen wir mal mit einem kleinen Feld hier unten. Was in der Art hatte ich ja tatsächlich auch in der letzten Welt vor, in der 1.18er Welt. Da ist das Ganze aber ganz, ganz anders aufgegangen, hat sich ganz anders entwickelt. Sicher ist das, glaube ich, ganz cool so. Hier entstehen natürlich dann die nächsten weiteren Etagen. Ich mache es hier noch sogar tatsächlich um einen schmaler wieder. Aber macht eigentlich wenig Sinn, weil dann muss ich hier diesen kleinen Zweierblob machen. Mal gucken, mal schauen. Wir können auf jeden Fall hier schon mal vorbereiten dafür. Natürlich der Traum wäre, das Ganze einmal hier so rumzuziehen bis da drüben. Aber ich glaube, das wird ein bisschen sehr aufwendig. Ich weiß nicht, ob ich das... Also am Anfang werde ich es auf jeden Fall nicht bauen. Da werde ich das Nötigste bauen. Und ein bisschen, dass es gut ausschaut. Aber jetzt nicht übermäßig viel in die Richtung. Angst, dass irgendwo ein Creeper rumsteht. Oh, und meine Nase juckt. Warum? Eben auch so plötzlich und so stark. Das ist brutal. Also, ich wundere, warum ich die Augen auch gleich so, die so zusammenkneife. Das ist... Es zieht so krass in der Nase. Und dann kann man auch immer ewig nicht niesen. Man möchte niesen, man müsste niesen, aber es geht nicht. Wie viele Blumen wir schon haben. Schon fast zwei komplette Stacks. So, und die nächste Runde bauen wir dann praktisch hier oben. Ich grab mir direkt schon mal den Wassergraben. Und ein bisschen mehr. Wird am Anfang, glaube ich, dieses ganzen Projekt ist ein bisschen sehr buddelintensiv. Erstmal sehr abbauintensiv, aber die Behausung kommt. Behausungen. Ich habe gemeint, ich würde gerne ein ganzes Dorf bauen. Aber da muss ich mal gucken, wie sich das so entwickelt. Ob es realistisch ist, ob ich Lust drauf habe. Ich baue halt das, wonach mir einfach ist. Jetzt wunderbar an dem schon halt bestehenden, wollte ich gerade sagen, orientieren. So, wir müssen auch langsam schon die Brotvorräte gehen, leider. Aber zur Not haben wir ja drei NPC-Dörfer um uns rum. Die könnten uns auf jeden Fall versorgen. So, hier haue ich noch ein bisschen was ab. Ein bisschen Platz lasse ich noch hier unten für den Feldbereich. Ich gehe jetzt mit dem Feld erstmal so bis hier. So. Der muss natürlich weg. Soll nur Erde unten sichtbar sein.
So eine Nase kratzen. Und wieder gescheit hinsetzen. So, dann machen wir gleich die Bewässerungsrunde Nummer 2 hier oben. Ein bisschen schwer mit der Shader-Mod hier, die noch fließenden Stellen zu erkennen. Das geht, sag ich mal, im normalen Minecraft ohne Shader ein bisschen besser. Aber ist ja nicht weiter wild. Müssen wir halt zur Not ein paar mehr Eimer setzen. Auf jeden Fall mehr Holzsorten. Vor allem bräuchten wir eigentlich Eisen für Ausrüstung. So im Allgemeinen. Muss man ganz kurz wieder Nase schneuzen. Kleinen Moment. Ist die Kamera da? Ich sehe ja schon den Tag kommen, in dem ich irgendwie entweder vergesse, die Kamera oder das Mikrofon auszuschalten. Und eins von beiden weiterläuft. Entweder seht ihr mich dann schnäuzen, ich meine, das ist nicht so schlimm. Aber wenn ich die Kamera ausmache, dann richtig schön hier ins Mikrofon tröte beim Schnäuzen. Ich glaube, das wäre ein bisschen lustig. So, ich nehme noch ein bisschen Erde einfach mal runter. Ich buddel immer gerne Erde, wenn ich mal überlegen bin, weil da kann ich in der Zeit ein bisschen nachdenken, bevor ich irgendwie in den nächsten Schritt gehen muss. Hier werden wir auf jeden Fall einiges an Erde abzutragen haben für diese Reisfelder. Deswegen baue ich auch noch keine Behausung direkt hier hin, weil ich nicht weiß, wie weit ich mich nach hinten buddeln muss. Um, ja, ich nenne es einfach mal, das Projekt so umzusetzen, wie ich es umsetzen möchte. Und damit das Ganze auch vernünftig wird, lasse ich mir ein bisschen Bezeit mit der Behausung. Ja. Klingt nach gutem Deutsch. Ich will jetzt auch nicht zu viel hier oben machen, weil wie gesagt, wir müssen eigentlich von unten immer anfangen. Weil ich hier sonst hier oben alles schon schön verbauen, dann unten aber keinen Platz mehr habe nachher. Und dann zu viel am Berg irgendwie rumdoktern muss, damit es vernünftig ausschaut. Aber theoretisch kann ich den hier schon so leicht langziehen. Müssen wir halt mit Erde viel auffüllen. Ist halt dann so, wir haben hier viel Erde vom Abbauen. Was haben wir im Zaplex? Wir haben Jungle, Oak und Akazie. Ich hab gemeint, ich brauche Dark Oak. Gucken wir ganz kurz wegen Koordinaten. Minus 65, minus 748. Kann ich mir merken für zumindest die Episode? Oder den Stream? Jetzt zwei neue Kisten. Ja, keine Ahnung, kommen wir erstmal alles rein, was wir nicht brauchen. So, die Grünzeugsachen, die kommen hier hin. So. Ah, und für alle Fälle natürlich brauchen wir ein paar Fackeln. Mit Sticks hätten wir. Was mach ich denn? Als ob ich seit Jahren kein Minecraft gespielt habe, obwohl ich aktuell aktiv, ich sag mal, zwei Seasons auf einem anderen Kanal spiele. Das ist ja schlimm. So, ich setze mal hier noch eine Fackel hin. Und eine da, weil dann sehen wir zumindest von der Seite aus einmal schön unsere Behausung. Ah, jetzt ein kleines Dilemma. Das Bett würde ich gerne hier stehen lassen, auch falls wir sterben als Spawnpunkt.
Ich weiß nicht, ob der Spawnpunkt kaputt geht, wenn ich das Bett kaputt mache. Das muss noch ein bisschen wachsen. Hatte schon Hoffnung. Muss ich auf jeden Fall mal Treppen einbauen, damit ich da nicht runterspringen muss. Klar, langfristig kommt da auch ein Zaun hin, also hier, auch hier oben irgendwo ein Zaun, damit Tiere nichts kaputt laufen können. Oder sonstige Viecher, Zombies, weiß ich nicht, alles mögliche.